Willkommen zum Michel-Video über Sammeln mit allen Sinnen. Ich bin Hans-Peter Reiter aus in der Nähe von München. Da ist der Michel, also der Schwaneberger Verlag, er ist seit Jahrzehnten zu Hause. Als Herausgeber unter anderem dieses Handbuchs Hirnforschung beschäftige ich mich mit vielen Themen rund ums Lernen und ums Merken, also das Gedächtnis. Da bin ich auch auf das Thema Briefmarkensammeln gestoßen. Und wollte mich mal näher mit beschäftigen, auch mit Hilfe dieses Modells Gehirn. Da werden wir aber nächstes Mal mal reinschauen. Das heißt, es wird Folge geben zu diesem Thema Hirn. Es hat was mit dem limbischen System zu tun. Das ist hier auch abgebildet. Da schauen wir uns das nächste Mal etwas näher an. Denn das hat auch etwas mit Treffen und Tauschen zu tun, mit Vereinen und Messen. Also da wird dann sozusagen der Jäger im Sammler, ach, wenn es ums Briefmarkensammeln geht. Ja, denn wir sammeln mit allen Sinnen. Klar ist eins, wir sehen Bilder, denn auf Briefmarken sind Bilder, was mich hinführt zum Beispiel zu Themen, zu Motivsammeln wie Comic. Auch dafür gibt es schon einen eigenen Katalog. Doch, im Grunde genommen ist da viel mehr geboten als nur das reine Sehen bei Briefmarken. Nehmen wir etwa mal hier diese wunderbare Lederbriefmarke, man höre und staune, in Leder. Das ist jetzt mal nichts Bayerisches, das ist eine österreichische Briefmarke und die duftet nach Leder und sie hat natürlich die Haptik von Leder. Eine sehr schöne Geschichte. Was es auch gibt, sind Seidenmarken, etwa aus Taiwan. Das ist also das Riechen und das Fühlen und das mit dem Fühlen, das geht noch weiter. Wenn wir etwa hier nehmen, dann muss ich ganz vorsichtig sein, mit dieser Marke aus dem Archiv von Michel, das ist eine sogenannte Braille-Schriftmarke. Das heißt, wenn ich da drüber gehe, fühle ich diese Punkte. Also auch hier ist die Haptik geboten. Es gibt auch Marken, die durch Erwärmen, also Anhauchen zum Beispiel, dann hier etwas Fühlbares bringen, etwa aus Spanien. Es gibt Briefmarken zum Reiben, das werde ich jetzt unterlassen. Ja, also hier habe ich zum Beispiel eine Briefmarke aus Marokko, die durch Reiben dann Zitronenduft gibt. Übrigens hat es das auch schon von der Deutschen Post gegeben. 2010 war das Wohlfahrtsmarken zum Thema Obst. Sehr interessant. Jetzt haben wir also schon das Sehen, das Riechen, das Fühlen und wir haben auch tatsächlich etwas zum Hören. Das heißt, Lehrerversprechung, ich habe jetzt keine, aber es gibt zum Beispiel eine Briefmarke als Schallplatte aus der Schweiz, die dann entsprechend hörbar wird. Ja? Und da komme ich gleich zum nächsten. Das ist diese Briefmarke als Schallplatte. Das lässt sich auch sammeln. Es gibt einen eigenen Michel-Katalog, Curiosa. Da könnte man doch mal zugreifen. Alles in allem also ein sinnvolles Vergnügen, das Markensammeln mit allen Sinnen. Dazu gibt es übrigens noch mehr in meinem Artikel zur aktuellen Michel-Rundschau im März 2021. Mit diesem Artikel hier, Briefmarken sammeln, trainiert Ihr Gehirn einfach so nebenbei. Seien Sie also schon jetzt gespannt auf das nächste Video zu diesem Thema, nämlich Briefmarken sammeln fördert das Gedächtnis. Danke für heute. Viel Vergnügen.